Oh ja, also so noch hier. Es geht weiter mit Folge 4. 3, 4, 5, ich weiß es nicht, ich habe nicht mitgezählt. Ich mache gerade alles live hintereinander. Damit endlich die Fragen aufhören, wie schaffst du es nicht pleite zu gehen? Die ganzen Quests sind mir alle egal. Die Königinsquest machen wir nicht. Genau, wir spielen es schon seit 2 Stunden. Neue Welt, hier waren wir stehen geblieben. Und zwar wollten wir haben Baumwolle. Aber Isabel generiert keine Baumwolle. Ist aber auch alles soweit nicht so schlimm. Wir bauen den Boxring. Bilanz geht hoch. Wir haben hier so eine 1000er plus Bilanz. Und ich würde sagen, wir bauen einfach Baumwolle. Ist egal. Das ist aber ein Kack-Ratio. Ich habe noch nie wirklich Baumwolle gebaut, weil ich die Pelzmäntel immer überspringe mit Items. Und überhaupt nicht teuer, ne? Ganz und gar nicht teuer. Nein, 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 nein. Das Gold werden wir nicht machen. Das ist mir nämlich zu blöd. Baumwolle. Zweimal den, einmal den. Geht das in eckig? Geht sogar in eckig. Eins, zwei. Drei. Upgrade. Holzmeer. Feuerwehr daneben. So, Pelzmäntel. Der Clipper ist uns. Ja, für Übersee ist ja in Ordnung. Jetzt kaufen wir sogar doch ein Item. Aber das sollte kein Problem werden. Das kriegt ihr wohl irgendwie. Wir haben eine Bilanz von 3 Millionen. Wir haben eine Bilanz von 3 Millionen. Weil wir nicht so lange warten wollen, kaufen wir uns eben hier den Clipper und machen den anderen kaputt. Und zwar, wir würfeln jetzt einfach hier 2-3 Mal. Das ist jetzt nicht so die Welt. Weil wir haben hier eine hohe Bilanz. Ich gehe davon aus, dass ihr auch eine Bilanz von 1 Million habt. Und zwar für das Überseeschiff. Okay, das klappt doch nicht so gut wie erwartet. Ich glaube, das lassen wir lieber. Und schon wieder voll im Würfelwahn. Das bringt uns nicht so viel. So, und zwar ein blaues Segel. Das nehmen wir einfach für dieses Schiff jetzt mit. Damit das nicht ganz so langsam wird, ein bisschen schneller ist. Das hat uns jetzt 2,5 Millionen gekostet, dieses blöde Segel. Wenn ihr nicht so viel Geld habt, würfelt nur 2-3 Mal und wartet eine Minute. Aber gerade für die Überseeschiffe empfehle ich euch, für ein Schiff direkt ein Item zu verwenden, damit ihr mehr mitnehmen könnt, ohne dass das Schiff so langsam wird. So, Baumwolle, Zwischenprodukte. Baumwolle mitnehmen. Baumwolle mitnehmen. Machen wir hier auf Waren warten, weil unser Konto nicht groß genug ist. Alte Welt, das schicken wir jetzt darüber. Ausladen, fertig. Konto nicht groß genug. So, mehr versorgen wir hier auch gar nicht. Das lassen wir nämlich jetzt einfach so. Das lassen wir einfach so. Die sollen hier ruhig streiken oder sich gegenseitig umbringen oder was auch immer. Wenn sie Spaß dran haben, kriegen noch eine Polizei, damit sie Ruhe machen. Eigentlich wollte ich den Spaß bei Isabel kaufen, aber irgendwie ist sie heute nicht so willig wie sonst. Machen wir die Baumwolle halt so. Passt schon. Und ja, ich habe dagegen verstoßen. Ich habe ein Item gekauft. Das könnt ihr auch übrigens bei Archibald kaufen. Müsst ihr auch nicht kaufen. Aber es kostet nicht viel. Und macht definitiv sehr viel. Wenn ihr früher die epische Version kriegt, dann kauft auch einfach die epische Version. Die klappt auch super gut. So, das machen wir aus. Hier läuft alles. Stahl ist voll. Hier ist Stahl voll. Sogar Fenster sind voll. Da bauen wir jetzt erstmal die Krankenhäuser. Damit wir hier Ruhe haben. Und die Universität kriegen wir erst ab 1500. Oh, jetzt müssen wir kurz aufpassen. Bauen wir mal ein paar mehr. Da haben wir nämlich zu wenig Handwerker. Da wir genug Bauern haben, können wir einfach weiter upgraden. Und immer schön kontrollieren, Leute.
Wie sieht's aus mit den Waren? Alles im grünen Bereich. Alles im grünen Bereich. Boah, dauert ein Weilchen. Hatte ich hier nicht ein Schiff mehr gebaut, das irgendwas holen sollte? Das kostet nur noch 15? Haben die das reduziert? Hat das nicht anfangs mal 50 gekostet? Hm. Ich glaube, das hat anfangs mal 50 gekostet. Interessant. Naja. Dann kostet das nur noch 15. Ist auch gut. Oh, dann bauen wir noch mal ein bisschen mehr Seife. Wie gesagt, das sind viel zu viele Lagerhäuser. Mir aber in dem Fall vollkommen egal. Die Seife macht so viel Gewinn, das kann man locker ausbaden. Und wieder die Fitzelstraßen nicht vergessen. 1, 2. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich langsamer spielen, alles Steinstraßen upgraden, aber braucht man eigentlich nicht. Lagerhäuser upgraden. Bap, bap, bada, bada, bap, bap, bap. Jetzt könnte es gleich knapp werden mit Arbeitskräften. Los, beeil dich, Haus. Das so viel Holz? 40 Holz für einen Block. Ich dachte, das hat mal 2 gekostet. Komm mir langsam vor wie ein Anrufbeantworter. Ja, jeder, der reinkommt, fragt, was los ist. Nur weil man eben kurz ein YouTube-Video macht hier. Schrecklich. Menschen sind neugierig, anstatt einfach nur zuzugucken. Die Universität können wir jetzt auch bauen. Zack, Uni. Kostet, glaube ich, auch nur Geld und gibt Einwohner. Ja, genau. Okay. Jetzt brauchen wir nur noch Dosen und Pelzmäntel. Dafür brauchen wir aber eine Insel mehr. Das eine Schiff hier hatte nichts zu tun, ne? Nee. Waren. Ein Stapel Holz, ein Stapel Stahl. Holen wir uns einfach irgendeine Insel, auf der gerade Paprika wächst. Irgendeine Insel, auf der gerade Paprika wächst. Am besten so, dass der Weg schön kurz ist. Also fahren wir mit dem Boot hier runter. Hier brauchen wir jetzt ja nur Paprika. Nur Paprika und die Eisenminen brauchen wir auch. Also gehen wir mit der Straße einmal gerade hoch. Quests machen wir keine, brauchen wir nicht. Kopieren wir einen Block. Natürlich ist Universität und so ein Spaß mit drin, brauchen wir alles nicht. Wir brauchen nur ein paar Einwohner eben hier auf der Insel. Die Schule brauchen wir auch nicht, weil wir nicht hohen Arbeitskräfte. Aber wir brauchen doch die hohen Arbeitskräfte, so ein paar. Aber die Schule brauchen wir dafür nicht. Leitung dürfen wir nicht vergessen. Wenn ihr sie vergesst, ladet einfach den Spielstand einmal eben neu. Stahlproduktion kaputt? Hm, kann sein. Stahlproduktion? Nö, nee, ist nur kein Material da. Wahrscheinlich zu wenig Kohle habe ich. Zu wenig Köhler gebaut. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Nicht drüber nachgedacht. Passiert.
Kann man mal falsch machen, ist aber auch nicht so schlimm. So, noch mehr Seife, damit wir noch mehr Seife verkaufen können. Bedürfnisse, so, Kontrolle. Produkte. Seife wird knapp gerade, lol. Aber wir haben ja alles pausiert. Aktivieren alles. Seifenproblem gelöst. Haben wir doppelt so viel. Brot haben wir zu wenig. Wieso haben wir so wenig Brot? Hm. Wie sieht es mit den anderen Sachen aus? Produktion. Fisch passt, 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 passt. Wurst und Brot ist leer. Dann bauen wir halt ein bisschen mehr Brot. 1, 2. Mühle. Bäcker, Bäcker. Ja, Schnaps brauchen wir nämlich nicht. Noch ein Lager aus hin, damit wir hier Ruhe haben. Hier oben ist alles kaputt. Und die Bilanz hält sich auf 5000. Eigentlich jetzt nicht so das Problem, aber wie ihr seht, die Verbrauchssteuer kickt immer weiter rein. Also die Zeitung wird immer wichtiger. Desto weiter ihr kommt, desto wichtiger wird die Zeitung. Nutzt sie einfach. So, die Baumwolle ist schon voll. Jetzt brauchen wir Jagdtöten. Jagdtöten können wir zum Glück hier reinmachen. Und hier jetzt so ein kleiner Hint. Jagdtöten und Holzfäller kann man einfach mischen. Interessiert die nicht. Eine Minute. Wo stellen wir das denn hin? Wo stellen wir das denn hin? Einfach hier so mitten rein. Scheißegal. Sack Upgrade. Pelzmittel brauchen wir ja noch nicht ganz so viele zum Glück. Wir machen zwei, wir brauchen zwei. Pass. Umkaufen wir ein. Nähmaschinen brauchen noch ein paar. Kosten Holz und Eisen. Das kann am besten hier in der Nähe der Stahlproduktion. Produktion, Nähmaschinen machen wir mehr als wir brauchen. Jetzt brauchen wir noch Dosen. Hier ist unsere zweite Insel. Brauchen ein paar Holzfäller. Nehmen wir uns ein Layout mit. Wir bauen einfach überall dieselben drei Layouts. Kann man nicht viel falsch machen. Graden wir alle ab. Den und den. Ein paar Straßen. Und jetzt geht die Bilanz aber gut hoch hier. Handwerker 10.000, das war jetzt gar nicht erwartet. Brauchen wir nämlich nur noch Dosen. Die Dosen brauchen wir aber mehr Eisen. Daher machen wir uns hier noch mehr Eisen. Die Straße ist weit genug. Und weil wir können, bauen wir jetzt auch die Kohlemine. Können wir uns nämlich den Köhler sparen, einen zumindest. Ah ne, brauche ich ja noch gar nicht. Brauche ich ja noch gar nicht. Aber wir bauen gleich schon mal doppelt so viele für die nächste Bevölkerungsstufe. Und allem das Doppelte bauen.
Dass wir auf jeden Fall genug haben. Das kostet zwar jetzt mehr Geld, aber ist erstmal nicht so schlimm. Aber passt noch, Pete. Passt noch. So, die Baumwolle haben wir. Nähmaschinen haben wir doppelt so viele. Pelzmäntel haben wir doppelt so viele. Jagdhütten haben wir genug gebaut. Ach, nicht da. Da ist gerade Aufstandswahrscheinlichkeit minus. Ne? Immer schön gucken, dass ihr nicht gerade die guten Sachen löscht, sondern immer erst die schlechten Sachen. So, was fehlt uns denn jetzt noch? Paprika. Paprika. Upgrade, upgrade. Machen wir eben eine Route von hier nach da. Holz und Lehm. Das ein bisschen zu beschleunigen. Geht er wieder um. Egal, kommt bald ich. Wo ist eigentlich unser Flaggschiff jetzt? Das steht irgendwo in der neuen Welt rum, ne? Hier ist alles kaputt, aber das ist mir auch relativ egal eigentlich. Die verkauft immer noch nichts. Hm, schade. Naja. Alte Welt. Bilanz ist noch plus, aber wie gesagt, die Verbrauchersteuer kickt immer mehr rein. Ohne die würden wir langsam pleite gehen. Wenn ihr Gegner habt, könnt ihr Anteile kaufen, dann ist das ganz leicht entgegengewirkt. Machen wir den mal so. Ah ne, brauchen wir gar nicht. So viele Leute brauchen wir nicht. So, Polizei. Bauen eben ein bisschen was auf. Brauchen ein paar Schafe. Zwei Stück reichen. Zwei Stück... Ah, falsche Insel. Machen wir das mal so, dann sparen wir uns das Lagerhaus. So viel brauchen wir nämlich nicht. Nächstes bauen wir den Konto aus. Können wir schon einen großen draus bauen. Kontore kosten nichts. Dann wird drüben nämlich noch weiter produziert. Und mehr werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Straße. Eisenmine. Wir bauen die nicht auf, wir bauen nur theoretisch hin, damit wir das anschließen können, wenn wir Eisen brauchen. Alles ein rein theoretischer Wert. Kriegt man wohl irgendwie hin. Aber gerade Eisen ist immer so einer der ersten Mangelwaren. Dann brauchen wir Paprika und Rinder. Paprika und Rinder. Die machen wir auch beide da. Und dann liefern wir alles rüber und machen den Rest drüben, wo unsere Arbeitskräfte sind. Gleitschutzaufgaben machen wir keine. Paprika und Rinder. Arbeitskräfte haben wir so verdammt viele, dass es egal ist. Und Dosen. Fangen wir an mit Rindern. Gucken, wie habe ich das damals gebaut? Seit Jahren keine Rinder mehr gebaut. Da gibt es so schöne Items für. War das einfach so? Ja. Eins, zwei. Wie brauchen wir denn da? Ja, das müsste reichen. Machen wir das erstmal so. Lagerhaus aufbauen. Da kann ich schon mal anfangen. Die Route kann weg. Löschen. Und hier nach da. Landwirtschaftsprodukte. Wir brauchen einmal das. Wir brauchen einmal Rindfleisch. Läuft. Route. Die können wir löschen.
Paprika. 1, 2, 3, 4. Zweites Lagerhaus. In dem Fall geht es nicht darum. Das ist jetzt ja nur so eine Support-Insel, wo wir nur Paprika und Rinder machen. Daher kann das erstmal komisch aussehen oder schlecht geratiot sein. Das läuft. Das. Upgrade, Upgrade. Upgrade, die Minen laufen auch. Jetzt haben wir 100 Arbeitskräfte zu wenig. Passt. Fertig. Jetzt haben wir Dosen und Rinders. Dosen und Rinders. Kostet nämlich auch viele Handwerker nochmal. Die bauen wir jetzt einfach hier mit dazu, würde ich sagen, oder? Ja. 4 Stück brauchen wir. Der Spaß explodiert aber gerne. Sieht nicht schön aus, funktioniert. Davon 4, hier von 3. Brauchen noch ein Lagerhaus mehr. Lektorieren. Oder? Ja, da ist Zufriedenheit, da ist Geld. Mitnehmen. Müsste erstmal reichen. Schauen wir mal, wie viele Dosen wir haben. Produktion, Dosen. Viel zu viele. Passt. Das Stück Straße nehmen wir einfach wieder raus. Wenn wir nachher Felder hinziehen sollten, aus irgendwelchen Gründen, können wir einfach die Felder hier alle reinwursteln irgendwie. Feuerwehr nebendran. So, und schon sind die Handwerker so gut wie happy. Dauert es eben noch einen Moment. Brauchen wir uns noch mal eben den Schoner, um das Eisen abzuholen. Eisen abholen. Brauchen uns gleich 2 Schoner, das ist ein bisschen schlauer gerade. Ja, jetzt wären wir schon im Minus ohne Zeitung. Also es ist nicht unbedingt einfach. Ich weiß nicht, wie sich das verhält, wenn man das auf leichten Schwierigkeitsgrades-Einstellungen spielt. Jetzt bricht den Feuer aus. Kannst du bauen, was du willst, ne? Das fackelt trotzdem ab, die machen trotzdem Aufstände, werden trotzdem krank. Ach, typisch Deutsche hier. Kein Bock zu arbeiten. So, Route von da nach da. Wir nehmen mit. Zu überlegen. Schnaps brauchen wir. Wurst brauchen wir. Zack, zack. Fertig. Es sind halt Anno-Deutsche. Nächstes Schiff ist fertig. Bauen von hier nach hier. Brauchen wir Brot. Und Bier. Zack, zack. Fertig. Können wir nämlich die Leute nämlich nehmen mit ein bisschen Happy. Ach, Brot brauchen die gar nicht. Warte mal. Bier auch nicht, weil ich viel zu wenige habe. Gut, dann lassen wir das Brot hier weg. Bier auch. Können wir das ganze Schiff hier wegnehmen. Zack, zack, löschen. Route weg. Dann lassen wir den erstmal da stehen. Okay. Kirche gibt es immer noch keine. Jetzt können wir aufsteigen lassen, aber... Wie wir sehen, haben wir viel zu wenig Arbeitskräfte. Da haben wir jetzt ein paar Möglichkeiten. Ich würde jetzt eigentlich so weitergehen. Zu Ingenieuren. Und mir dann einen Pendlerhafen bauen. Das ist in dem Fall leichter. Das wäre in dem Fall leichter. Aber so machen wir das nicht.
Wir bauen hier nämlich noch einen Block mehr hin. Ist, glaube ich, gerade leicht. Guck mal, da passt das genau rein. Wie als wenn das so geplant wäre. Ich immer mit meinen Glücksplänen hier. Bauen wir ein bisschen mehr. Das brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Da kommen nämlich nur Bauern ins Eck. Kommt eine Bullerei rein. Upgrade, upgrade, upgade, upgrade. Ein paar Häuser rein. Von der Versorgung her müsste das passen. Den stellen wir eben dahin. Ich sehe gerade was. Da brauchen wir nämlich gleich Öl, fällt mir gerade auf. Machen wir das so. Solltest Lotto spielen? Was? Ach. Lotto, so viel Glück habe ich da auch wieder nicht. Erweitern wir hier die Hauptstraßen an den Hauptkreuzungen so ein bisschen. Abdeckung wieder zu gewährleisten. Es gibt nochmal ein paar Einwohner. Könnt natürlich schon alles upgraden. Ich mache das jetzt hier nicht. Mir reicht das so sporadisch. Nennt man das sporadisch? Ich bin nicht so gut bewandert in der deutschen Sprache. Ein paar mehr Bauern. Haben wir mehr gebaut, jetzt müssen wir wieder mehr kontrollieren. Produktion. Fisch reicht, reicht, reicht. Von allem genug. Rum könnte langsam knapp werden. Das könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es langsam knapp wird. War korrekt, okay. Dann passt das ja. Einmal den, einmal den. Und jetzt kommt der teure Part. Brauchen wir nämlich gleich Messing. Messing haben wir noch gar nicht. Haben wir überhaupt irgendwo Messing? Oh, ist das sieht scheiße. Und sowas empfehle ich weiter. Hier ist Dings, Ding. Hier haben wir beides drauf. Dann nehmen wir die Insel. Gut, Schiff mitnehmen. Was kostet so eine Messingmine? Ich weiß es gar nicht. Machen wir einfach mal den, besiedeln die Insel hier oben. Hier haben wir nämlich Zink und Kupfer. Jetzt nutzen wir mit Absicht die geschenkten Arbeitskräfte. Aber das sehen wir im nächsten Video. Daher würde ich sagen, machen wir Feierabend. Denn es geht dann gleich weiter mit den Ingenieuren. Also Leute, haut's da rein. Schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal.